So, erstmal Mahlzeit. Ja, die meisten werden sich jetzt sicherlich fragen, warum fange ich jetzt erst an? Mir hat heute Nachmittag noch die Lust gefehlt, weil ich bin eher der Meinung, hätte ich heute Nachmittag so 16, 17 Uhr angefangen. Wäre eher das passiert, dass ich gar nicht hätte aufhören können wegen der Essenspause. Deswegen fange ich lieber so spät an und ziehe so lange durch, bis ich müde werde. Mike Tenno, das ist die Version für die Wii U. Ich besitze noch keine Switch. Ich hätte sie gerne irgendwann. Aber für mich drängelt es nicht. Und ich muss dazu sagen, gegebenenfalls brauche ich auch die Unterstützung zum Teil von euch, aber das soll jetzt nicht so bettelnd rüberkommen, deswegen seht ihr momentan auch nirgendwo ein Donation Goal etc. Einfach auch aus dem Grunde. Ich weiß, ich überschlag mich damit ein bisschen mit Arbeit, aber der Stream hier wird. Als, ja, jeder Streamabend wird als komplettes Stück an sich mit in mein YouTube-Archiv mit aufgenommen. Sprich, ja, wenn das nochmal irgendeiner sehen möchte und es ist beim Twitch-Broadcast nicht mehr vorhanden, der hat halt die Möglichkeit, der kann sich das über den YouTube-Kanal immer noch anschauen. Gut, ich will nur noch kurz gucken, warum die Chat-Texte rechts so schnell verschwinden. Scheint ja mal wieder ein Problem der Technik zu sein. Denn Technik ist wie immer blöd. Jedenfalls manchmal die von Tippy Stream. Und ja, man könnte jetzt kleinlich sein bezüglich hier, warum nimmst du dich auf der Switch etc. wegen, oh, das ist vielleicht besser und so weiter. Muss dazu sagen, ich mache es mit Absicht auch auf der Wii U, weil. Das ist sozusagen für die Konsole eigentlich die letzte große Ehre, womit sich Nintendo eigentlich selbst gerade einen Faustschlag in die Fresse haut. Aus dem einfachen Grund, wenn das Spiel zum Wii U-Release draus gewesen wäre, wie hätte sich die Wii U bitte dann entwickelt? Ist meine einfache Argumentation. Und bevor wir weiter nur den Startbildschirm ankommen, würde ich sagen, ich habe es nochmal kurz angetestet, weil ich kurz gucken will. Einstellungen etc., ob alles für euch gut funktioniert. Würde ich sagen, wir starten. Also das wäre mal wieder nichts Neues von der Technik, wenn meine Chatbox rechts wieder nicht funktioniert, weil Tippy wieder irgendwas rumbastelt.
Und was die Spielentwickler gerne machen, einfach ein blind ins Geschehen schmeißen. Finde ich auch gar nicht so schlecht. Und Nelope, danke fürs Hosten. Und Namen Zoe. Dies ist der Shika-Stein. Er wird dir nach deinem langen Schlummer den richtigen Weg weisen. Kurze Frage in die Runde. Ist der Ton alles in Ordnung oder muss ich noch irgendwas verändern? Der Shika-Stein. Eine geheimnisvolle Tafel auf einer leuchtenden Fläche drauf. Obwohl du sie zum ersten Mal siehst, scheint sie dir seltsam vertraut zu sein. So. Erstmal Hose, wir können ja die ganze Zeit in Boxershorts rumlaufen. So, dann kleiden wir uns mal ein. Mit dem Hemd und einer Hose. So. Sehen wir nicht mehr ganz so nackend aus. Halte den Shika-Stein über das Podest. Dann wird der Weg sich dir öffnen. Ist das Licht, das Hyrule wieder erstrahlen lassen wird. Es ist Zeit, deine Reise zu beginnen. Nee, ich glaube nicht mehr, dass es so gut ist, nur in Unterwäsche rumzulaufen, auch wegen Zelda. Ich meine, was sollen die sonst von uns halten? So. Dann würde ich sagen, liebe Leute, ich bin zwar nicht der Erste, auch nicht der Letzte, aber willkommen zum neuesten Abenteuer Breath of the Wild. So, eine Route. Ihr glaubt ernsthaft, dass Zelda momentan Lust darauf hat. Und wie man es ja schon von anderen Spielen kennt, wir können jetzt immer schön auf der Karte Items sammeln. So, da ist noch ein Pilz. Nehmen wir alles mit. Können wir uns nachher ein schönes Pilzsüppchen kochen. Routen haben wir genug. Denn was ich nicht mitbekommen habe, ist, in der Testaufnahme bin ich schon verreckt. Warum? Kann ich gerne später erklären. Hohoho, sieh an, Gesellschaft. Dabei habe ich mich gerade an die Einsamkeit hier oben gewöhnt.
Aber wer bist du, alter Sack? Du interessierst dich für einen Landstreicher wie mich? Oder fragst du nur aus Höflichkeit? Ich bin ein alter Sonderling, der schon seit Ewigkeiten allein hier in der Gegend lebt. Sag mir, was hat dich hier verschlagen? Gegenfrage, wo sind wir? Eine Frage und eine Frage beantworten. Die jungen Leute wissen nicht mehr, was sich gehört. Aber vielleicht ist es Schicksal, dass wir uns begegnet sind. Ich werde sie dir beantworten. Wir befinden uns auf dem vergessenen Plateau. Dieses Gebiet soll vor langer Zeit die Wiege Hyrules gewesen sein. Na gut, das Gebäude ist nicht zu übersehen. Dieser Tempel da soll in alten Zeiten von der Königsfamilie für große Zeremonien genutzt worden sein. Oder auch bei Ocarina of Time, der Zeittempel, der das Masterschwert beinhaltete. Doch vor 100 Jahren ging das Königreich unter. Danach ist hier alles verfallen. Du siehst es ja selbst. Keine Menschenseele mehr weit und breit. Na dann, ich werde wohl noch ein Weilchen hier sitzen. Komm ruhig zu mir, wenn du Hilfe brauchst. Hey, das ist mein Röstapfel. War nur Spaß. Hier gibt's genug Äpfel für uns beide. Geröstet schmecken sie köstlich. So, die Axt nehmen wir mit. So. Jetzt spielen wir mal einen Holzfäller. Baum fällt. Ich will mir die Äpfel mitnehmen. Jeder Apfel ein halber Herz. Deswegen spart man sich die Tränke. Weder ich muss dazu sagen, da fragst du leider einen Noob. Ich kann dir nicht jetzt gerade sagen, welche Zeitepoche das ist. Moment. Wo waren das Türmchen nochmal? Okay, wir sind weit genug vorgelaufen. Link, begib dich zu dem Ort, den der Shika-Stein dir weist. Ja, Stimme aus dem Jenseits. Wir gucken ja schon. Wir sollen nämlich hierhin. Aber vorher kloppen wir aus dem einen Gulasch. So, eine Route nehme ich noch mit, denn unser Inventarplatz ist natürlich begrenzt. Weil, wenn ihr euch mal anschaut, links der Tasche ist nicht die größte und wir können nur 8 Waffen mitnehmen. The Rolling Stones. Ups. Sorry. So, aus dir Gegner soll ich auch noch ein guter Schnitt kloppen. Tja, ohne Schwert und Schild stehst du natürlich doof da. So.
Dann legen wir mal unseren Schickerstein rein. Bitte Schickerstein einsetzen. Die andere Geschichte ist aber Vader in der Windwelker-Reihe gab's auch, glaube ich, den Zeittempel nicht. Es kann zu leichten Erschütterungen kommen. Jetzt mal die Frage an die anderen. Ist die Farbqualität bei mir gerade wirklich so schwach? Weil die Geschichte ist die, ich streame das eigentlich in 720p 60 FPS. Ich kann ohne Probleme auf 1080 gehen. Die Frage ist halt nur, habt ihr die Möglichkeit, die Quality einzustellen? Wenn ja, kann ich das ganze Ding kurz auf 1080 hochschalten? Karteninformationen werden übertragen. Also 16 Grad plus. Naja, so angenehm wie morgen bei uns. Ansonsten, Nellope, guck einfach mal bezüglich Helligkeit, Kontrast. Vielleicht ist da irgendwas falsch eingestellt. Das Milchige kann an der Wii U liegen, weil wie gesagt, Drake, der spielt das mit der Switch. Erinnere dich. 100 Jahre lang hast du geschlafen. Wenn dieses Ungeheuer seine vollständige Kraft wiedergewinnt, ist die Welt dem Untergang geweiht. Jetzt geh. Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Beeile dich. Beeile dich. Nee, weil mein Problem ist ja, ihr seht es ja selber, ich kann hier keine weiteren Sachen einstellen. So, jetzt muss ich hier kurz aufpassen, sonst passiert mir derselbe Fehler nochmal. Weil hier bin ich nämlich im Probelauf krepiert. Nellope, kann es vielleicht sein, weil der Stream auf 1080p 60 FPS hochgeschaltet wurde? Wir können gerne mal kurz das Experiment machen. Dann muss ich das, wie gesagt, nur kurz dann bei mir nachher zusammenschneiden beim Hochladen. Also ich setze einmal ganz kurz aus. Ich schalte das Ganze mal auf 1080p. Wenn dann aber die Probleme kommen sollten. Also jetzt frage ich mich gerade dann wirklich, was los ist. Also ich bin gleich wieder da.